Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie ich einen Prototypen herstelle für eine neue Halterung meines Race Navigator One. Das sehen wir jetzt hier, sowohl der fertige Prototyp als auch der dann darauf montierte Race Navigator One. Den Race Navigator One nutze ich ja bei meinen Track Days, das ist mein Tool oder mein Gerät zum Zeitenmessen. Da kann man sozusagen während der Fahrt die Deltas angezeigt bekommen, also hat man sich verbessert oder ist man schlechter geworden. Das Gerät nimmt gleichzeitig oder hat die Option auch noch aufzunehmen mit eben Kameras direkt am Gerät und externen Kameras, die man noch anschließen kann. Mein Problem oder was mich immer ein bisschen gestört hat, dass wenn ich die große Kamera montiert habe, dass der Race Navigator One, da ich den in der Frontscheibe montiere, immer ein bisschen mit im Aufnahmeblickfeld der Hauptkamera war. Und er hat mir natürlich auch Sichtfeld innerhalb der Frontscheibe genommen. Und jetzt habe ich einen kleinen Prototypen gebaut mit einem 3D-Drucker, der sozusagen innerhalb des Becherhalters vom M2 Platz findet, von meinem M2 Competition. Diesen Prototypen habe ich dann mit einem Kugelkopf erweitert und man hat bei dem Race Navigator One die Möglichkeit, den oben als auch unten zu befestigen. Ich zeige jetzt hier ein bisschen, der ist schon relativ stabil. Das passt also sehr, sehr gut. Ein bisschen gewackelt hat er auch immer an der Frontscheibe, das lässt sich nicht vermeiden, aber der sitzt fest. Es macht keine Quietschgeräusche, wenn der Kugelkopf angezogen ist und ist also für den Fahrbetrieb so sehr gut geeignet. Auch von der Positionierung, also vom Winkel, ich kann das Display gut erkennen von meiner Fahrerposition und die Frontkamera am Gerät selber kann ich weiterhin verwenden für die Aufnahme und die Rückkamera, die hat mich eigentlich immer ein bisschen gestört, weil ich grundsätzlich eigentlich nur ein Zwei-Kamera-Layout haben wollte, eine, die auf den Fahrer zeigt, eine Kamera und eine Kamera nach vorne raus und das kann ich jetzt wunderbar realisieren. Zum anderen habe ich das Problem gelöst, dass mir die Kabel auch immer im Sichtfeld sind. Indem ich den jetzt hier unten in der Mittelkonsole platziert habe, kann ich die Kabel alle im Fußraum verlegen oder entlang führen und habe die Kabel also auch aus dem Sichtfeld raus, was echt klasse ist. Was ich jetzt auch noch zeigen möchte, ist, dass man den auch relativ leicht wieder aus der Halterung herausbekommt. Ich zeige das jetzt mal im Einhandbetrieb, weil ich nur eine Hand frei habe beim Filmen und selbst mit einer Hand funktioniert es, was zum Beispiel mit dem Originalhalter, der an der Frontscheibe befestigt ist, eigentlich nicht möglich ist, weil wenn man da nur eine Hand nutzt, dann fällt einem das Gerät von der Frontscheibe gleich Richtung Armaturenbrett und das kann hier nicht passieren. Hier kann man also auch mit einer Hand das Gerät wieder wunderbar aus der Mittelkonsole rausziehen. Ich löse jetzt hier einmal den Kugelkopf, der quietscht ein bisschen, aber die Halterung an und für sich ist sehr stabil und macht keine Geräusche. Und dann einfach durch leichtes Hin und Her wackeln kann man sozusagen den Fuß aus dem Becherhalter ziehen. Dann muss man oben eben noch das Gerät ein bisschen anders neigen, damit man da an diesem Winkel der Mittelkonsole vorbeikommt und hat das dann komplett in der Hand. Funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin für den Prototypen sehr zufrieden damit. Auch das Einsetzen zeige ich jetzt hier einmal. Ist natürlich, wie gesagt, mit einer Hand ein bisschen kompliziert. Wenn man zwei Hände nimmt, geht es deutlich einfacher. Aber man kann es auch einhändig schaffen, was ich echt klasse finde. Genau, hier jetzt so ein bisschen hin und her wackeln. Zack, bis er wieder in Richtung Becherhalter reinrutscht. Und dann kann man es wieder so positionieren, wie man es eben haben möchte. Wie gesagt, ideal finde ich, dass man es auch von der Fahrerposition aus sehen kann und gleichzeitig noch gefilmt wird. Jetzt noch ein kurzer Blick auf den Prototypen selbst. Wie gesagt, das ist nur eine erste Version. Es kommt noch ein Folgevideo mit der fertigen Version. Ich habe also hier einfach nur einen Zylinder aus dem 3D-Drucker erstellen lassen. Den musste ich noch mal ein bisschen kürzen, deswegen sieht das so abgefressen aus. Dann einfach ein Loch eingebohrt. Da geht dann die Schraube des Kugelkopfs rein. Die habe ich mit einer entsprechenden Unterlegscheibe noch ein bisschen mehr Auflagefläche geschaffen, sodass das Plastik nicht rausbricht und einfach mit einer Nuss festgezogen. Hier ist jetzt das 3D-Modell auf der Druckfläche des 3D-Druckers, also virtuell sozusagen. Das Ganze wird dann an den Drucker übertragen und der fängt dann an, dieses Modell eben entsprechend Schicht für Schicht aufzubauen und auszudrucken. Ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz, wie das so grob aussieht. Hier ist also jetzt der 3D-Drucker und der macht jetzt eben Bahn um Bahn, legt er da einen Layer nach dem anderen drauf, um eben diesen Zylinder zu fertigen. Das dauert jetzt circa so 3,5 Stunden, ist schon relativ lange, liegt aber einfach daran, dass ich jetzt auch eine bessere Druckqualität eingestellt habe und auch nochmal die Schichtstärke erhöht und auch die Wanddicke nochmal erhöht, damit da nochmal ein bisschen mehr Stabilität reinkommt.
Demnächst gibt es, wie gesagt, nochmal ein Video, wo ich euch den fertigen Prototypen oder die fertige Version zeige.